Kochen 17.05.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Für 4 Portionen 300 Gramm Pastinaken, 2 Lorbeerblätter, 250 Gramm Petersilienwurzeln, 300 Milliliter Gemüsefond, 6 Schalotten, Klammer auf 120 Gramm, Klammer zu, 1 Bio-Zitrone, 4 Hexaliter Rapskernöl, 3 TI mittelscharfer Senfsalz, 180 Milliliter Apfelsaft, Pfeffer, 1 Granatapfel, 150 Gramm Buchweizen, 150 Gramm Feldsalat, erstens Backofen mit einem Blech bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Pastinaken und Petersilienwurzeln putzen, schälen und je nach Dicke längs halbieren oder vierteln und schräg in 2 cm lange Stücke schneiden. Schalotten der Länge nach halbieren. Pastinaken, Petersilienwurzeln und Schalotten mit 2 Hexaliter Öl mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf das heiße Blech geben und im vorgeheizten Ofen auf der zweiten Schiene von unten 20 bis 25 Minuten backen, dabei einmal wenden. Zweitens inzwischen restliches Öl in einem Topf erhitzen. Buchweizen darin bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren 5 Minuten anrösten. Lorbeer und Fond zugeben, zugedeckt aufkochen und bei mildester Hitze 10 Minuten quellen lassen. Drittens Zitrone heiß waschen, trocken tupfen und 2 Elfschale fein abreiben. 5 Hexaliter Saft auspressen und mit Senf, Apfelsaft, Salz und Zitronenschale in einer großen Schüssel verrühren. Buchweizen abgießen, kurz abtropfen lassen, Lorbeer entfernen, mit dem Dressing in einer flachen Schale mischen. Viertens Pastinaken, Petersilienwurzeln und Schalotten vom Backblech unter den Buchweizen heben und mindestens eine Stunde zusammen durchziehen lassen. Fünftens inzwischen den Granatapfel halbieren und die Kerne mit Hilfe eines Kochlöffels aus der Schale klopfen. Feldsalat putzen, verlesen, waschen, Unterstrich und trocken schleudern. Erst die Granatapfelkerne, dann den Feldsalat vorsichtig unter den Buchweizen heben auf eine Platte. Über 4 bis 6 Portionen Polenta, 2 TI grüne Pfefferkörner, Klammer auf, aus dem Glas, abgetropft, Klammer zu, 500 ml Milch, 500 ml kräftiger Gemüsefond, 250 Gramm Polenta, Klammer auf, Maisgrieß, Klammer zu, 40 Gramm italienischer Hartkäse, Klammer auf, zum Beispiel Parmesan, frisch gerieben, Klammer zu, Belag 12 Stiele Thymian, 3 bis 4 Hexaliter Olivenöl, 450 Gramm, kleine Austernpilze, Salz, Pfeffer, eine reife, feste Birne, Klammer auf, ca. 220 Gramm, Klammer zu, 125 Gramm Scamorza, Klammer auf, italienische Räucherkäse, Klammer zu, Salat 6 Stiele Petersilie, 40 Gramm Walnusskerne, 1 Chicorée, Klammer auf, ca. 220 Gramm, Klammer zu, 1 Radicchio di Treviso, Klammer auf, ca. 200 Gramm, Klammer zu, 2 Hexaliter Chardonnay Essigsalz, 3 Hexaliter Walnussöl, 1 Pfefferkörner nicht zu fein hacken, mit Milch und Fond aufkochen. Polenta unterrühren, mit dem Schneebesen zugeben und auf dem ausgeschalteten Herd unter gelegentlichem Rühren mit einem Rührlöffel 10 Minuten quellen lassen. Zweitens inzwischen für den Belag Thymianblättchen von den Stielen zupfen, grob hacken und mit Olivenöl mischen. Austernpilze putzen, die Stiele flach abschneiden. Pilze auf der Lamellenseite mit Thymianöl bestreichen und mit dieser Seite nach oben auf ein Backblech legen, salzen und pfeffern. Unter dem vorgeheizten Backofengrill auf der obersten Schiene 5 Minuten grillen. Drittens inzwischen Parmesan unter die Polenta rühren und mit einem feuchten Teigschaber auf einem mit Backpapier belegten Backblech 2 cm hoch, Klammer auf, ca. 35 x 30 cm, Klammer zu, verstreichen. Viertens Birne waschen, ungeschält vierteln, entkernen und in 1 cm dicke Spalten schneiden. Pilze und Birnen auf der Polenta verteilen. Räucherkäse in kleine Würfel schneiden, darüber streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 20 Minuten backen. Fünftens inzwischen für den Salat Petersilienblätter von den Stielen zupfen. Petersilie und Walnüsse grob hacken. Chicore putzen, den weißen Strunk entfernen. Blätter waschen, trocken schleudern und der Länge nach in 1 cm breite Streifen schneiden.
Radicchio putzen, zerpflücken, waschen und trocken schleudern. Essig und Salz in einer großen Schüssel verrühren, Walnussöl mit einem Schneebesen unterschlagen. Chicorée, Radicchio, Nüsse und Petersilie. Für 4 Portionen Wirsingrote Beetenudeln 3 rote Beete Klammer auf ca. 500 Gramm Klammer zu, 150 Gramm Schalotten, 80 Gramm Butter, 500 Gramm Wirsing, 16 Blätter Salbei, 2 Knoblauchzehen, Salz, 1 gehäufter Tee, gemahlene Boxhornklee, 400 Gramm Mafalda Cotta, Klammer auf kurze gewellte Bandnudeln. Zum Beispiel Garofalo Klammer zu, 125 Gramm alter Bergkäse Klammer auf, frisch geraspelt Klammer zu, 50 Gramm italienischer Hartkäse Klammer auf, zum Beispiel Parmesan frisch gerieben Klammer zu, Gurkeneckerle 1 Mini Gurke Klammer auf, 200 Gramm Klammer zu, 120 Gramm Gewürzgurken 3 Exaliter Gurkensud Klammer auf von Gewürzgurken Klammer zu, 3 Exaliter Apfelessig Salz Piment Espelette Klammer auf oder Cayennepfeffer Klammer zu, 6 Stiele krause Petersilie außerdem, ofenfeste Form Klammer auf 35 x 25 cm Klammer zu, 1 rote Beete ungeschält mit Wasser bedecken zugedeckt aufkochen und 1 bis 1.15 Uhr Stunden kochen lassen. Zweitens inzwischen die Schalotten in feine Ringe schneiden, 60 Gramm Butter erhitzen, Schalotten darin bei mittlerer Hitze goldbraun braten, Wirsing putzen vierteln, den harten Strunk entprozentnen, Wirsing waschen, abtropfen lassen und quer in 2 cm Brei-Stücke schneiden. Salbeiblätter aufeinanderlegen und quer in feine Streifen schneiden. Knoblauch fein hacken. Drittens für die Nudeln reichlich Wasser in einem großen Topf aufkochen. Rote Beete abschrecken, pellen und vierteln. Viertel jeweils in 3 Spalten schneiden. Restliche Butter in eine Pfanne erhitzen. Knoblauch darin bei mittlerer Hitze 3 Minuten glasig dünsten. Salbei zugeben, kurz mit dünsten. Rote Beete zugeben mit Salz und Boxhornklee, würzen und beiseite stellen. Viertens Nudeln und Wirsing ins kochende Wasser geben, kräftig salzen und nach Nudelpackungsanleitung garen. Bergkäse und Parmesan mischen. Fünftens Wirsingnudeln abgießen, dabei 150 ml Nudelkochwasser auffangen. Die Hälfte der Wirsingnudeln in eine ofenfeste Form geben und mit der Hälfte der Käsemischung bestreuen. Rote Beete darauf verteilen und mit den restlichen Wirsingnudeln bedecken. Restliche Käsemischung darauf streuen und das Nudelkochwasser gleichmäßig darüber verteilen. Butterschalotten auf den Wirsingnudeln verteilen. Sechstens Auflauf im vorgeheizten Backofen auf dem Rost bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 20 Minuten gratinieren. Siebtens inzwischen Mini-Gurke streifig schälen, Längsvierteln entkernen und feinwürfeln. 120 Gramm Gewürzgurken feinwürfeln. Kalbstatar und Roquefort-Rauke-Baguette einfach für 2 Portionen 200 Gramm Kalbfleisch 40 Gramm Roquefort, Klammer auf französischer, Klammer auf zum Beispiel aus dem Filet Klammer zu, Blauschimmelkäse Klammer zu, 10 Gramm frischer Ingwer 2 bis 3 Exaliter Milch, Salz ATI Sesamöl 4 Scheiben, Baguette 4 Exaliter Olivenöl 2 bis 3 TI Limettensaft Pfeffer außerdem. Garnieren 20 Gramm Feinrauke, Klammer auf ca. 7 cm 0 Klammer zu, erstens für das Tatarfleisch erst quer in dünne Scheiben, dann in sehr feine Würfel schneiden, Ingwer schälen und fein reiben, Fleisch in einer Schale mit Sesamöl 2 Exaliter Olivenöl, Ingwer und Pfeffer verrühren, mit Klarsichtfolie abgedeckt kalt stellen. Zweitens für den Aufstrich Rauke verlesen, putzen, waschen und trocken schleudern. Rauke grob schneiden, Käse und Milch in einer Schüssel verrühren mit Salz und Pfeffer abschmecken. Drittens Brotscheiben mit restlichem Öl bepinseln, auf ein Backblech legen und, unter dem vorgeheizten Backofengrill auf der obersten Schiene in 1-2 Minuten knusprig grillen. Viertens kurz vor dem Servieren Tatar kräftig mit Salz und Limettensaft würzen und vermengen. 2/3 der Rauke mit dem Käseaufstrich verrühren. Brotscheiben mit etwas Aufstrich bestreichen, einen Garnierring innen mit Öl bestreichen, mittig auf einen Teller legen und zur Hälfte mit dem Tatar füllen, Tatar leicht andrücken und mit etwas Rauke belegen, den Ring vorsichtig nach oben ziehen,
restliches Tatar und restliche Gauke ebenso anrichten und mit dem Brot servieren. Zubereitungszeit 50 Minuten pro Portion 28 Gramm E, 30 Gramm F, 18 Gramm KH gleich 460 Kilokalorien, Klammer auf 1934 Kilojoule, Klammer zu. Tipp: Ist Ihnen Roquefort zu kräftig, können Sie Gorgonzola für den Aufstrich verwenden. Gemüsekartoffeltortilla mit marinierten Möhren einfach raffiniert, vegetarisch für 4 bis 6 Portionen Tortilla 650 Gramm festkochende Kartoffeln Salz, 2 TI Koriandersaat 200 Gramm Lauch 1 bis 2 Knoblauchzehen 150 Gramm Babyblattspinat 3 Hexaliter Olivenöl 150 Gramm TK Erbsen Klammer auf aufgetaut Klammer zu, Pfeffer 8 Eier Klammer auf KI. M Klammer zu, marinierte Möhren 100 ml Apfelsaft 2 bis 3 Hexaliter Apfelessigsalz 1,5 bis 1 TI Currypulver Klammer auf zum Beispiel Annapurna von www.ingo-holland.de Klammer zu, 2 Hexaliter Rapskernöl 650 Gramm Möhren 16 Stiele Koriandergrün erstens Kartoffeln ungeschält in kochendem Salzwasser 20 bis 25 Minuten garen, abgießen, abschrecken, pellen und ca. 2 cm groß würfeln. Zweitens inzwischen für die Möhren den Apfelsaft in einer Sauthöse bei starker Hitze auf 4 Hexaliter einkochen. Mit Essig, Salz und Currypulver in einer großen Schüssel verrühren. Öl mit dem Schneebesen unterschlagen. Möhren putzen, schälen. Am besten mit einem Sparschäler längs in dünne Streifen schneiden. Mit der Marinade mischen. Drittens in einer großen beschichteten, ofenfesten Pfanne 2 Hexaliter 1 erhitzen. Kartoffeln darin bei mittlerer bis starker Hitze 10 Minuten rundum goldbraun braten. Viertens inzwischen Koriandersaat und 1 TI Salz im Mörser fein zerstoßen. Lauch putzen, das weiße und hellgrüne, in 5 mm dicke Ringe schneiden, waschen und abtropfen lassen. Knoblauch fein hacken. Lauch und Knoblauch zu den Kartoffeln geben und 5 Minuten mitbraten, dabei gelegentlich wenden. Fünftens Spinat putzen, verlesen, waschen und trocken schleudern. Portionsweise unter die Kartoffeln heben und zusammenfallen lassen. Erbsen untermischen. Kartoffelgemüsemischung in eine große Schüssel geben und mit dem Koriandersalz und Pfeffer würzen. Sechstens Eier in einer Schüssel mit einem Teigschaber vermischen und unter die Kartoffelgemüsemischung heben. Restliches Öl in derselben Pfanne verlaufen lassen, Tortilla-Mischung zugeben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten stocken lassen. Im vorgeheizten Backofen auf dem Rost bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 10 Minuten garen. Tortilla 5 Minuten in der Pfanne auf einem Rost ruhen lassen. Siebtens Korianderblättchen von den Stielen zupfen und unter die Möhren mischen. Tortilla mit Hilfe eines flachen Deckels auf eine Platte stürzen, in Stücke schneiden und mit Möhren anrichten. Zubereitungszeit 1:15 Stunden pro Portion, Klammer auf bei 6 Portionen, Klammer zu, 15 Gramm E, 16 Gramm F, 27 Gramm KA gleich 330 Kilokalorien, Klammer auf 1386 Kilojoule, Klammer zu, Tipp Kartoffeln am Vortag kochen. Homemade Gin einfach, gut vorzubereiten. K aus der Küche für 750 ml 1 Bio-Zitrone 1 Bio-Limette 10 Gramm frischer Ingwer 2 TI Wacholderbeeren 1 TI Koriandersaat 2 Kardamomkapseln 1 Tischwarze Pfefferkörner 1 Stück Zimt 1 Lorbeerblatt 1 getrocknete Chilischote 1 kleiner Zweig Rosmarin 1 TI getrocknete Kamillenblüten 750 ml Wodka Klammer auf zum Beispiel Kettelwand Klammer zu, außerdem ein Schraubglas, eine Flasche, Klammer auf je 11 Inhalt, Klammer zu, erstens Limetten und Zitronen, heiß abwaschen und trocken reiben. Die Schale in dünnen Streifen abschälen, dabei so wenig weiße Haut wie möglich abschälen. Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Zweitens Wacholder, Koriandersaat, Kardamom, Pfeffer und Zimt in einer Pfanne ohne Fett anrösten und abkühlen lassen. Drittens Zitrusschale, Ingwer, Gewürze, Kräuter und Wodka in ein sauberes Schraubglas geben und an einem kühlen, dunklen Ort 12 Stunden ziehen lassen.
den Gin durch ein mit einem Mulltuch ausgelegtes Sieb gießen und in eine saubere Flasche abfüllen. Zubereitungszeit 10 Minuten plus Ziehzeit 12 Stunden pro Portion, Klammer auf 2 Zentiliter Klammer zu, 0 Gramm E, 0 Gramm F, 0 Gramm Ka gleich 46 Kilokalorien, Klammer auf 196 Kilojoule Klammer zu. Krapfen mit Birnenkompott mittelschwer, raffiniert für 6 Portionen 40 ml Milch, 300 Gramm TK-Birnenmischung, 180 Gramm Mehl, 350 ml Gewürzsirup, Klammer auf, siehe 12 Gramm frische Hefe Grundrezept, Seite 129 Klammer zu, 25 Gramm Zucker ca. 2 i Öl 1 i Klammer auf KI. M Klammer zu, Salz außerdem, Küchen 60 Gramm Schmand Thermometer erstens für die Krapfenmilch, lauwarm erwärmen, Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde eindrücken, Milch hineingeben, Hefe zerbröseln und mit der Hälfte des Zuckers darauf geben, etwas Mehl darüber stäuben, Teig 20 Minuten gehen lassen, restlichen Zucker Ei, eine Prise Salz und Schmand zugeben. Mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten, weichen Hefeteig verkneten, zugedeckt an warmem Ort eine Stunde gehen lassen. Zweitens Beerenmischung mit 150 ml Sirup mischen und auftauen lassen. Ein Viertel der Mischung mit dem Schneidstab kurz pürieren und mit der restlichen Mischung vorsichtig verrühren. Hefeteig mit einem Kochlöffel gut durchschlagen. Drittens Öl im Topf, Klammer auf Thermometer benutzen. Klammer zu, oder der Fritteluz auf 170 Grad erhitzen, mit 2 in heißes Fett, getauchten Teelöffeln jeweils 4 bis 5 kleine Krapfen abstechen und direkt ins Fett geben. Krapfen darin in 5 bis 6 Minuten goldbraun ausbacken, nach der Hälfte der Zeit wenden, restlichen Teig ebenso backen, so dass 20 Krapfen entstehen. Viertens Krapfen mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Warme Krapfen mit einem Holzstäbchen einstechen in den restlichen Sirup tauchen und mit dem Birnenkompott direkt servieren. Zubereitungszeit 1:10 Stunden plus Gehzeit 1 Stunde pro Portion 5 Gramm E 4 Gramm F 63 Gramm Ka gleich 323 Kilokalorien Klammer auf 1352 Kilojoule Klammer zu. Konfierter Wolfsbarsch und marinierte Artischocken mittelschwer raffiniert für 2 Portionen 1 Bio-Zitrone 2 Stiele glatte Petersilie 2 Artischocken Klammer auf ca. 130 Gramm Klammer zu, außerdem kleine Auflauf 1 Exaliter Distelöl Form Klammer auf ca. 25 x 16 x 8 cm Klammer zu. Salz, Pfeffer, Küchenthermometer, 250 ml neutrales Öl, 4 Stücke Wolfsbarschfilet, Klammer auf 70 bis 80 Gramm, küchenfertig mit Haut, temperiert Klammer zu, erstens für die Artischocken Zitrone heiß abspülen, trocken tupfen und 1 TI-Schale, fein abreiben, 3 Eisaft auspressen und in eine Schüssel geben. Artischocken putzen, jeweils 2 Drittel der Spitze und den Stiel abschneiden rundum die Blätter entfernen. Das innere Heu mit einem Löffel herausnehmen. Artischockenherzen am besten mit einem Hobel in dünne Scheiben hobeln. Artischocken sofort zum Zitronensaft geben. Distelöl und Zitronenschale zugeben und vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens für den Fisch restliches 1 in eine Auflaufform geben und im Backofen, auf der zweiten Schiene von unten auf 80 Grad, Klammer auf Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, erwärmen, Klammer auf am besten mit einem Thermometer arbeiten, Klammer zu, Fisch rundum mit Salz würzen, in die Form geben, Klammer auf, die Filets sollten komplett mit Öl bedeckt sein, Klammer zu, und im Ofen 15 Minuten garen. Petersilienblätter von den Stielen abzupfen. Drittens Fisch aus der Form nehmen, nach Belieben die Haut abziehen. Mit Artischocken und Paprikanudeln, Klammer auf, sie folgendes Rezept, Klammer zu, auf vorgewärmten tiefen Tellern anrichten und mit Petersilie bestreut servieren. Zubereitungszeit 50 Minuten pro Portion 28 Gramm E 28 Gramm F 2 Gramm Ka gleich 390 Kilokalorien Klammer auf 1640 Kilojoule Klammer zu sardische Muschelnudeln mit Paprika Safransoße einfach für 2 Portionen 1 Döschen Safranfäden
Klammer auf 0,1 Gramm Klammer zu, Salz 1 rote Paprikaschote, Pfeffer 60 Gramm Schalotten, 120 Gramm Gnocchi, Sardi 2 Sardellenfilets, Klammer auf in Öl Klammer zu, Klammer auf kleine sardische Muschel, 1,5 rote Chilischote Nudeln, zum Beispiel von der Zecco, 2 Hexaliter Olivenöl ersatzweise Fusilli Klammer zu, 50 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure, erstens für die Soße Safran in 50 ml lauwarmem Wasser einweichen, Paprika putzen, vierteln und entkernen, Paprika mit der Hautseite nach oben auf ein Backblech legen und unter dem vorgeheizten Backofengrill bei 250 Grad 6 bis 8 Minuten grillen, bis die Haut schwarze Blasen wirft. Paprika in einem Gefrierbeutel 5 Minuten ausdämpfen lassen, die Haut abziehen. Zweitens Schalotten, Sardellen und Chili fein würfeln. 1 in einem Topf erhitzen. Schalotten und Chili darin bei mittlerer Hitze 1 Minute farblos dünsten. Paprika und Sardellen zugeben 1 Minute mit dünsten. Safran mit dem Wasser und Mineralwasser zugeben. Zugedeckt bei milder Hitze 8 Minuten garen. Mit einem Schneidstab fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls die Soße zu flüssig ist, bei schwacher Hitze sämig einkochen lassen. Drittens Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bis fest kochen. In ein Sieb gießen, dabei 50 ml Nudelwasser auffangen. Nudeln abtropfen lassen. Nudeln, Nudelwasser und Soße in den Nudeltopf geben und bei milder Hitze unterrühren sämig einkochen lassen. Wokpfanne mit Rind einfach, kalorienarm für 4 Portionen, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Bund Koriandergrün, Pfeffer 150 ml Hühnerfond, 350 Gramm Rumpsteak, 7 Exaliter Austernsoße, 300 Gramm rote Paprikaschote, Klammer auf Asialaden, Klammer zu, 1 Bund Frühlingszwiebeln, Zucker, 2 rote Pfefferschoten, 6 Exaliter Öl, 20 Gramm frischer Ingwer, 100 Gramm TK-Erbsen, Klammer auf aufgetaut, Klammer zu, erstens Sojasauce, 50 ml Sherry und Kartoffelstärke verrühren, kräftig mit Pfeffer würzen. Fleisch quer zur Faser in 1 cm dünne Scheiben schneiden, in die Soße geben und 15 Minuten darin marinieren. Zweitens Paprika putzen, vierteln, entkernen und in 2 cm große Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, das weiße und hellgrüne, in ca. 4 cm lange Stücke schneiden. Pfefferschoten putzen, längs halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Ingwer schälen, fein hacken. Zwiebeln in Spalten schneiden. Knoblauch fein würfeln. Koriander mit den zarten Stielen grob schneiden. Drittens Fleisch im Sieb abtropfen lassen, dabei die Marinade auffangen. Hühnerfond, Austernsoße, restlichen Sherry und eine Prise Zucker zur Marinade geben und gut verrühren. Viertens 3 Hexaliter 1 im heißen Wok sehr stark erhitzen. Das Fleisch darin portionsweise und unscharf anbraten, aus dem Wok nehmen und beiseite stellen. Fünftens restliches Öl im Wok erhitzen. Knoblauch und Ingwer darin kurz anbraten. Paprika, Frühlingszwiebeln und Zwiebeln zugeben und unterrühren 2 bis 3 Minuten braten. Die Soßenmischung zugeben und leicht einkochen lassen. Fleisch, 2 Drittel vom Koriander, Pfefferschoten und Erbsen zugeben und 2 bis 3 Minuten garen. Mit Pfeffer abschmecken, mit dem restlichen Koriander bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 40 Minuten pro Portion 25 Gramm E 19 Gramm F 22 Gramm Ka gleich 389 Kilokalorien Klammer auf 1628 Kilojoule Klammer zu. 380 Gramm gemischte Nusskerne, Klammer auf Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Klammer zu, 70 Gramm Pistazienkerne, 50 Gramm Marzipanrohmasse, 2 Eiweiß, Klammer auf KI, M, Klammer zu, 20 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 500 Gramm Jufka oder Filoteig, 1, Nüsse und die Hälfte der Pistazien im Blitzhacker mittelfein zerkleinern, Marzipan auf der Küchenreibe fein reiben. Eiweiße steif schlagen, dabei Zucker einrieseln lassen. So lange schlagen, bis ein cremig fester Schnee entsteht. Nussmischung Marzipan und Eiweiß vermengen. Butter zerlassen. Teigblätter auf Formgröße, Klammer auf 20 x 30 cm Klammer zu, zurechtschneiden Klammer auf. Es sollen 14 Teigblätter entstehen Klammer zu.
Zweitens, die ofenfeste Form mit wenig Butter einstreichen. Die Oberseite von 5 Teigblättern nacheinander mit etwas Butter einstreichen und übereinander in die Form legen. Die Hälfte der Nussmischung darauf verteilen. 4 Teigblätter nacheinander mit Butter bestreichen, auf die Füllung in die Form legen und leicht andrücken. Restliche Nussmischung darauf verteilen und mit den restlichen, jeweils mit Butter bestrichenen Teigblättern belegen. Baklava mit einem scharfen Messer in 16 kleine Rechtecke schneiden, dabei den Teigboden nicht durchschneiden. Drittens, Baklava im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 20 bis 25 Minuten goldbraun backen. 4. Restliche Pistazien grob hacken. Sirup mit Rosenwasser, Zitronensaft und Honig verrühren. 50 Gramm Butter, 6 Eier, Klammer auf, KI. M Klammer zu, 44, 150 Gramm Zucker, Salz, 180 Gramm Mehl, 200 Gramm Softaprikosen, 50 Milliliter Orangensaft, 350 Milliliter Gewürzsirup, Klammer auf, siehe Grundrezept oben, Klammer zu, Madeleines mit Ricotta und Aprikosen einfach. Raffiniert für 7 bis 8 Portionen, 90 Gramm Butter, eine Vanilleschote, 2 Eier, Klammer auf, KI. M Klammer zu, 100 Gramm Puderzucker, ATI fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, 100 Gramm Mehl, 1 TI Backpulver, 400 Gramm Ricotta, erstes Butter zerlassen, Vanilleschote längs einritzen und das Mark herauskratzen, Vanillemark, Eier, Puderzucker und Zitronenkale, in einer kleinen Schüssel mit den Quirlen des Handrührers. 1. Für den Biskuit Butter zerlassen. Eier, Zucker und eine Prise Salz in rundem Schlagkessel verrühren. Im heißen Wasserbad mit dem Schneebesen warm, Klammer auf ca. 40 Grad, Thermometer benutzen, Klammer zu, aufschlagen. Die Masse in die Rührschüssel der Küchenmaschine füllen und in 8 Minuten cremig dicklich aufschlagen. Abwechselnd Mehl und Butter mit dem Schneebesen locker unterheben. Den Boden einer Springform, Klammer auf 22 cm 0 Klammer zu, mit Backpapier bespannen, den Teig einfüllen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 190 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 30 bis 35 Minuten backen. Form aus dem Ofen nehmen. Biskuit in der Form auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen. Zweitens, für die Füllung Aprikosen fein würfeln, in einem Topf mit Orangensaft und 100 ml Sirup mischen und aufkochen. Bei kleiner bis mittlerer Hitze offen einkochen lassen, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Mit Orangenmarmelade und Aprikosenkonfitüre vermengen und abkühlen lassen. Drittens, restliche 250 ml Sirup mit Orangenlikör verrühren. Biskuit mit einem Messer vom Formrand lösen. Das Backpapier vorsichtig abziehen. Biskuit am besten mit einem Sägemesser waagerecht in 3 gleich dicke Böden schneiden. Springform säubern und den Boden mit neuem Backpapier bespannen. Den unteren Teigboden wieder hineinlegen. Mit 1/3 des Orangensirups tränken bzw. bestreichen. Die Hälfte der Aprikosenfüllung darauf verteilen. Mit dem mittleren Teigboden bedecken, Boden leicht andrücken. Mit der Hälfte des Sirups tränken und die restliche Füllung darauf verteilen. Den letzten Teigboden darauf setzen, leicht andrücken und mit dem restlichen Sirup tränken. 2 Stunden kalt stellen. Viertens, Sahne mit Sahnefestiger steif schlagen. Kuchen aus der Form lösen und auf eine Platte setzen. Rundherum mit der Sahne bestreichen, in Stücke schneiden und servieren. Zubereitungszeit 1:30 Stunden plus Kühlzeit 2 Stunden, pro Stock 6 Gramm E, 15 Gramm F, 64 Gramm KH gleich 445 Kilokalorien, Klammer auf 1863 Kilojoule, Klammer zu, Tipp: den Biskuit können Sie schon am Vortag zubereiten und in der Springform über Nacht lagern. Auch die Füllung können Sie am Vortag zubereiten. Vor dem Servieren die Torte fertigstellen. Gewürzsirup, Klammer auf, Grundrezept, Klammer zu, einfach, gut vorzubereiten für 1,5 Liter in 5 bis 6 Minuten sehr dicklich Schau G3F5-1, Aller, Backpulver mischen und mit der Zerasa EX3L-77 unter die Eiermischung rühren.
Teig 30 Vetter Tat eben, Ille unterstrich zweitens Ricotta mit 2 Hexaliter Sirup glatt rühren. Apriscano Tiffer alle halbieren und mit Orangensaft und 5 Hexaliter Sirup 7. 7 gleich F mischen. Einmal aufkochen und vollständig ihr Fares abkühlen lassen. 1 Kilogramm Zucker, eine Zimtstange, Klammer auf 10 cm Länge, Klammer zu, 2 Vanilleschoten, 1 Sternanis, 2 Bio-Zitronen, außerdem, Flaschen oder 1 Bio-Orange-Twist auf Gläser, zum Abfüllen erstens Zucker und 1 E-Wasser in einem Topf unterrühren aufkochen. Zweitens Vanilleschoten längs einritzen, das Mark herauskratzen. Zitronen und Orangeeis abwaschen, trocken tupfen. Die Schale jeweils dünn abschälen. Zitronen- und Orangenschale, Vanilleschoten und Markzimt und Sternanis in den Zuckersirup geben. 15 Minuten bei mittlerer Hitze einkochen. Etwas abkühlen lassen. Drittens Sirup mit den Gewürzen in saubere, heiß ausgespülte Flaschen oder Twist auf Gläser füllen, verschließen und vollständig abkühlen lassen. Der Sirup hält sich mindestens 4 Wochen. Zubereitungszeit 30 Minuten pro 100 Milliliter 0 Gramm E 0 Gramm F 66 Gramm Ka gleich 270 Kilokalorien, Klammer auf 1131 Kilojoule, Klammer zu, Tipp: Den Sirup können Sie ganz nach Ihren Vorlieben gestalten, von den Gewürzen bis zur Frucht. 3. Die Mulden einer Madeleine von mit flüssiger Bourregour einfetten und mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Fett 21 ausklopfen. Die Mulden jeweils mit maximal 1 Hexaliter TG im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3 Uhr empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 2010 bis 12 1.1 hellbraun backen. Madeleines vorsichtig aus den Mulde 7 auf einem Kuchengitter verteilen und mit einem Holst unterstrich mehrfach einstechen. Mit jeweils 1 Hexaliter Sirup bestreichen Uhr, D vollständig abkühlen lassen. Viertens Madeleine Form säubern, erneut einfetten und mit Mehl ausstreuen. Den restlichen Teig darin verteilen und weitere 2 bis 4 Madeleines backen, einstechen und mit Sirup bestreichen. Insgesamt sollten so 14 bis 16 Madeleines entstehen. Fünftens Ricotta und Aprikosen in Schalen verteilen und mit Mandeln bestreuen. Madeleines mit etwas Puderzucker bestäuben und dazu servieren. Madeleines schmecken am besten frisch. Zubereitungszeit 1:20 Stunden pro Portion, Klammer auf, bei 8 Portionen, Klammer zu, 9 Gramm E, 21 Gramm F, 47 Gramm Ka gleich 425 Kilokalorien, Klammer auf, 1780 Kilojoule, Klammer zu. Grüne Falafeln mittelschwer, vegan für 4 Portionen 150 Gramm, getrocknete Kichererbsen 1 und glatte Petersilie, Klammer auf 20 Gramm, Klammer zu, 10 Gramm Minze, 20 Gramm Koriandergrün, 30 Gramm Babyblattspinat, 40 Gramm Frühlingszwiebeln, 1 rote Chilischote, 1 bis 2 TI Kreuzkümmel, 1 Hexaliter Mehl, 1 TI Natron-3 TI gemahlene Massis Salz, Pfeffer, 4 kleine Radieschen, 40 Gramm helle geschälte Sesamsaat, 1 i Öl zum Frittieren, außerdem Küchenthermometer, erstens am Vortag Kichererbsen in reichlich kaltem Wasser einweichen, zweitens am Tag danach Kichererbsen in ein Sieb gießen und abtropfen lassen, Petersilie und Minze waschen, abtupfen, Blätter von den Stielen abzupfen, Korianderblätter nur von den dicken Stielen abzupfen, Spinat verlesen, waschen und abtropfen lassen, Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Stiel von der Chilischote entfernen, Schote in feine Ringe schneiden. Kichererbsen in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen. Kreuzkümmel in eine Pfanne ohne Fett anrösten, abkühlen lassen und in einem Mörser fein zermahlen. Drittens Petersilie, Minze, Koriander, Spinat, Frühlingszwiebeln, Chili und Kichererbsen, mit Mehl, Natron, Kreuzkümmel, Massis, 1 Hexaliter Wasser, Salz und Pfeffer in den Thermomix oder den Mixer geben, Klammer auf, A, Klammer zu. Alle Zutaten mittelfein pürieren, Klammer auf, B, Klammer zu. In einer Schale abgedeckt 30 Minuten kalt stellen. Radieschen putzen, Blätter abzupfen, dabei ein Blatt stehen lassen. Radieschen in kaltes Wasser legen. Viertens ein Blech mit Sesamsaat bestreuen.
Aus dem Teig 8 bis 10 lockere Kugeln ä 40 Gramm formen Klammer auf C Siertipp Klammer zu und behutsam im Sesam wälzen. Frittieröl in einem Topf auf 170 Grad erhitzen Klammer auf Thermometer benutzen. Klammer zu. Falafeln darin 6 bis 8 Minuten goldbraun frittieren. Falafeln mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf Küchenpapier. Muss 10 Passionsfrüchte, 50 Gramm feiner Zucker, 2 Blatt weiße Gelatine, 180 Milliliter Schlagsahne, ein Eiweiß, Klammer auf KI, M Klammer zu, Streusel, 35 Gramm Butter, 25 Gramm gesalzene Erdnüsse, 50 Gramm Mehl, 25 Gramm Zucker. 1. Am Vortag für die Muss 8 Passionsfrüchte mit einem Sägemesser halbieren, das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel herauskratzen und in einen Rührbecher geben. Mit dem Schneidstab kurz anpürieren, so löst sich das Fruchtfleisch von den Kernen. Fruchtmasse durch ein Sieb in einen Topf streichen. 100 ml Passionsfruchtsaft mit 40 Gramm Zucker in einem Topf bei milder Hitze erwärmen, bis der Zucker aufgelöst ist. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Zweitens Gelatine ausdrücken und im warmen Passionsfruchtsaft auflösen. Kalt stellen, bis der Saft leicht zu gelieren beginnt Klammer auf, dauert 15 bis 20 Minuten Klammer zu. Drittens Sahne halb steif schlagen. Eiweiß steif schlagen, dabei den restlichen Zucker einrieseln lassen. Zuerst die Sahne, dann das steife Eiweiß mit dem Schneebesen unter den Passionsfruchtsaft heben. Muss zugedeckt über Nacht kalt stellen. Viertens für die Streusel Butter in einem Topf zerlassen und abkühlen lassen. Erdnüsse mittelfein hacken. Mehlnüsse, Zucker und Butter, zuerst mit dem Knethacken, dann mit den Händen zu J37 Räuseln verarbeiten. Streusel kalt stellen. Fünftens am Tag danach für den Fenchel 100 ml Zitronensaft aus Tee essen. Zitronensaft und Zucker in einem Topf bei milder Hitze hitzen, bis der Zucker gelöst ist. Topf vom Herd ziehen und kleiner als ölen lassen. Fenchel putzen, halbieren, Strunk und eventuell äußeren Blätter entfernen, das Fenchelgrün unter einem Unterstrichwuchtentuch beiseite stellen. Fenchel quer in dünne Scheiben hebeln oder schneiden. Mit Zitronensirup in eine tiefe Schale geben und 20 bis 30 Minuten ziehen lassen. Sechstens Streusel eventuell mit den Händen nochmals zerbröseln und unterstrichig mäßig auf einem Backblech verteilen. Im vorgeheizten 7.3 Kufen bei 180 Grad Klammer auf Gas 2 bis 3, Umluft nicht empfehlenswert Klammer zu, gleich unterstrich F der zweiten Schiene von unten ca. 15 Minuten knusprig backen. L. Äußel auf dem Backblech abkühlen lassen. Siebtens inzwischen restliche Passionsfrüchte mit einem Sägemesser bieren, das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel herauskratzen in einen Rührbecher geben, mit dem Schneidstab kurz jurieren, Fruchtmasse durch ein Sieb in achtens für die Joghurtsoße Joghurt mit 2 Exaliter, der Zitronenfenchel beize verrühren, beim Anrichten Fenchel auf den Tellern verteilen mit etwas Fenchelgrün garnieren. Jeweils 3 Nocken muss mit einem feuchten Esslöffel abstechen und auf Tellern platzieren. Mit etwas Joghurt und Passionsfruchtsoße beträufeln und mit Streuseln bestreut servieren. Zubereitungszeit 1:30 Stunden plus Kühlzeit über Nacht, pro Portion, Klammer auf bei 4 Portionen, Klammer zu, 7 Gramm E, 27 Gramm F, 40 Gramm Ka gleich 445 Kilokalorien, Klammer auf 1866 Kilojoule, Klammer zu, Tipp S ist etwas von der Muss übrig geblieben, dann lagern Sie sie abgedeckt im Kühlschrank. So haben Sie auch am nächsten Tag noch etwas davon.